Ich höre nicht länger die pervertigen Hymnen von Raota über den Angelplatz der Königin hallen. Martino nickt mit vorsichtiger Billigung. Die Seeleute der königlichen Todesfallgesellschaft sind weg. Gone without a scratch. To each their own. Weg ohne Kratzer? Na ja, jedem das seine. Er wirft dir kurzerhand einen Münzbeutel zu, seine Aufmerksamkeit bereits bei anderen Dingen. 1000 Kupfer erhalten. Stick with me and you'll be on the winning side when the dust settles. Bleib bei mir und du bist auf der Gewinnerseite, wenn der Staub sich legt. Ja. Kämpfe untereinander stärken nur die königliche Todesfeuergesellschaft. Du hilfst den Republiken nicht, wenn du auf Verbündeten herumhackst. Nehmen wir mal das untere. Merla, you and my father are two alike. Merla, du und mein Vater seid euch so ähnlich. Go on. I'm still waiting on word for the next job. You have a few days to decide where your loyalties lie. Geh jetzt, ich warte immer noch auf Nachricht bezüglich der nächsten Arbeit. Du hast ein paar Tage Zeit zum Überlegen, wo deine Loyalität liegt. Ja, ich habe... das im Familienstolz abgearbeitet. Momentan hat Martino keine weitere Arbeit für dich. Er hat allerdings vorgeschlagen, ich soll in ein paar Tagen wieder vorbeikommen. Und irgendwas war... hat sich gerade noch aktualisiert, Quest abgeschlossen, ein größerer Fisch. Ah, hier. Ich habe mich um die Soldaten gekümmert. Martino wird sich mich im Lehreranwesen erwarten. Achso, das war die Hauptquest, also die Queste dafür. Ja, und wir sind wieder 1000 Goldmünzen reicher. Sehr schön. Und Erfahrung. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Werftmeister reden und ihn vielleicht irgendwie dazu überzeugen. Also entweder können wir ihm die Kanonen abkaufen, damit er zufrieden ist. Dann hast du, dann wird er wahrscheinlich Kotter ein Problem mit uns haben. Oder wir kriegen ihn doch dazu, für die Prinzipi zu arbeiten. Dann hat er aber auf der anderen Seite auch wieder mehr Geld. Also zur Werft. Ich hoffe, er ist schon wach. Ja, da ist er ja. Ahoy there. Any news worth telling? Ahoy, irgendwelche interessanten Neuigkeiten. Samar wischt den Staub von seinen Schultern. Ich habe mit dem Prinzip über dich gesprochen. You actually confronted those feral cats? Du hast dich diesen wilden Hunden tatsächlich gestellt? Oh, cats be sacred, shipboard, you know? Wouldn't have taken you for one to be painting the Principi all godly? Auf dem Schiff sind Katzen heilig, du weißt schon. Ich muss sagen, ich hätte dich nicht für jemanden gehalten, der dem Prinzip einen Heiligenschein verleiht. Seraphim grinst, die Hände an die Seite gestemmt. Folk shoreside sometimes stick 'em in the stew pot. See if that strikes you for something weighty. An Land stecken die Leute sie manchmal in den Kochpott. Ist dir das bedeutsam genug? Samar verdreht die Augen. Er verschränkt die Arme und blickt an Seraphim vorbei zu dir. Ich komme später wieder. Okay, tu das. Samar schüttelt den Kopf und verscheucht dich mit einer ungeduldigen Handbewegung. Ja. Ich wollte noch einen Quicksave machen, bevor ich mich hier verscherze. Ja. Ja, Kotter ist kein schlechter Kerl und sein Wolf ist richtig süß. What's a wolf really but a dog that ain't been pet enough? Und was ist schon ein Wolf? Am Ende doch nur ein Hund, den man nicht oft genug gestreichelt hat. You're siding with that crook? Du stellst dich auf die Seite dieses Gauners? I needed coin, not a middleman to negotiate with cutthroats. Ich brauche Geld, nicht jemanden, der für mich mit Halsabschneider verhandelt. Er zieht eine kleine Pistole aus seinem Gürtel und hält sie auf den Boden gerichtet. Du unterschätzt, wie sehr sich die Prinzipi darum bemühen, dir nur eine Wahl zu lassen, mit ihnen zusammenarbeiten. Weg mit der Waffe, die Sache ist schon vereinbart. Die Prinzipi werden nicht für immer Diebe bleiben, gib ihnen eine Chance.
Radora hat kein Geld. Die Prinzipien sind der einzige Weg. Nehmen wir mal die drei. Maybe I'm not just as trusting as some kith. Vielleicht bin ich so gut, glaube ich, wie andere Gestandene. Seine Brust und hebt und senkt sich mit schweren Atemzügen, während ihr die Pistole halb zieht. But maybe I ought to be. Aber vielleicht sollte ich das. Between my life and my dignity. Wenn ich zwischen meinem Leben und meiner Würde entscheiden muss, er beißt die Zähne zusammen, lässt den Hammer sinken und steckt die Feuerwaffe zurück in seinen Gürtel. The Principi have their shipwright. And may Andra take them for it. Die Prinzipien haben ihren eigenen Schiffsbau, so Andra sie doch alle holen. Er greift sich den Bart und zerrt daran, ein paar Strähnen lösen sich. Zamar öffnet die Hand und lässt sie mit dem Wind davonwehen. Ja. Toll, der Wolfsgefährte steht da drin. Haben wir die Note des Schiffsbauers abgearbeitet? Ich habe Zamar davon überzeugt, eine Vereinbarung mit dem Prinzipi anzunehmen. Hat mir das irgendwas Negatives eingebracht? Nö. Nur ein bisschen Plus mit dem Prinzipi wahrscheinlich. You again? Du schon wieder? Zamar streicht über den Rand seines frischen blauen Flecks an seinem Auge. Ja, zeig mal deine Waren. Come take a look. Jo, wir kriegen jetzt tatsächlich ordentlich Rabatt auf seine Sachen. 10%. Sortieren wir mal nach Preis, dass das billigste unten ist, wie das Schiffszwieback und der Reis. Ah, da werden wir nicht viel Rabatt drauf kriegen. Aber auf medizinische Vorräte kriegen wir jetzt wenigstens etwas. Und davon kaufe ich doch glatt mal 27. So. Dass wir wieder ein bisschen mehr haben. Ja, die Dürrwälder Schnauze. Davon nur noch zwei zu haben, wäre gar nicht mal so schlecht. Weil viele andere Waffen sind nicht so besonders toll. Das hat zwar eine hohe Reichweite, aber braucht eine Runde länger zum Nachladen. Das macht mehr Schaden, braucht auch länger zum Nachladen. Die imperiale Langwaffe, nicht wirklich. Doppelter Bronzer vielleicht. Magranitflammenwerfer, der könnte böse sein. Eine Menagerie. Ja, das Gehege für meine Haustiere. Nö. Fürs Erste nicht. Gut, das heißt, wir brauchen einen Ausgang aus dem Viertel. Dann racen wir mal. So, wir haben jetzt den Ankerplatz der Königin fertig. Und damit das zweite Gebiet hier. Ich weiß immer noch nicht, wo ich als nächstes hingehen soll. Zum Aussichtspunkt oder zum Messing-Zitadelle? Ich glaube, wir nehmen erstmal den Aussichtspunkt. Oder doch die Zitadelle? Ne, nehmen wir erstmal den Aussichtspunkt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Da das Tempelgebiet und dann die Messing-Zitadelle. Ich hoffe mal, dass wir durch die anderen Gebiete jetzt schneller durchkommen, weil sie nicht so groß sind wie der Ankerplatz. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht machen werde, ist wildes Hin- und Hergerenne wegen Quests. Ich werde eins nach dem anderen abarbeiten.
überall die Quests annehmen und dann eben die Quests abarbeiten in jedem Gebiet. So, der... Ja, Perkis Aussichtspunkt ist nicht ganz so groß. Wasserformagilde zur Schlangenkrone, zum Schlund. Gewänder, Badehaus. Ja. Wie machen wir das am besten? Wir gehen einmal hier oben rum. Gehen dann hier unten. Nö. Ich gehe hier die ab. Dann gehe ich hier unten rum. Geh hier zum Anwesen, geh zur Gilde und geh raus. Ja. Beste Angebote im dunklen Schrank. Aha. Eine Kataka-Wache. Das hier müsste der dunkle Schrank sein. Aber mal gucken, was er hat. Klingt, als wäre das eigentlich hauptsächlich Händler hier. Händler und... ja. Wie soll ich sagen? Als ob das Gewerbegebiet. Eisernes Konstrukt. Die exotischen Gewürze brennen in deinem Augen, als du genauer hinschaust. Da ist ein Orleaner im Käfig, okay. I got nowhere else to turn. Stonehill is going to kill me. Don't drag me into your mess, Bertenno, not again. Then you leave me no choice. I'm sorry. Hey, come back with that. Madiko. Ah, Diebstahl. Also ja, wo ist hier ein Orleaner im Käfig? Fortune for a pun, good sir. Salutations. Do you wish to hear your fortune? Grüße, möchtest du einen Blick in deine Zukunft werfen? Die Puppe in der Kiste legt den Kopf zur Seite und starrt dich mit einem leeren Blick an. Er klopft erwartungsvoll auf den Münzschlitz. Was ist deine Geschichte? Ich machte mich bei Archimir unbeliebt und habe das Erlebnis nicht gerade überlebt. Ich darf mich eigentlich nicht mit Kunden unterhalten. Er tippt auf den Münzschlitz und zwinkert dich an. Haben die Joana ein Problem damit, dass Archimir hier dich hier als Sklave hält? Die Königin ist zufrieden damit, einen Erzmagier zu ihrer Verfügung zu haben, als dass sie sich interessieren würde. Ein klappbarer Mund zuckt zu einem traurigen Lächeln. Ich nehme es ihr nicht übel. Joana haben wir schwer und am Ende brauchen wir doch alle Geld. Wären deine Wahrsagungen denn noch manchmal wahr? Natürlich, jedes Mal. Er starrt dich ohne zu blinken an, als ob er dich herausfordert, ihn als Lügner zu bezeichnen. Mir war nicht bekannt, dass es möglich war, eine Seele in seiner Vorrichtung zu binden. Warum bewegst du dich dann nicht zum Turm der Beseeler in den heiligen Stufen? Kein Grund, mich anzuglotzen. Kein Grund, gleich so grindig zu werden. Ich habe noch andere Fragen. Er lehnt den Kopf zur Seite und wartet. Ich wünschte, ich wäre groß. Er öffnet und schließt seinen Mund. Seine Augen blitzen nach links und rechts. In einer Weise, die rein mechanisch erscheint. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest, was ich dagegen tun soll. Entschuldigung, aber trotzdem danke der Mitteilung. Ich würde gerne meine Zukunft erfahren. Die Puppe schließt ihre Augen, hebt die Finger. Du hörst, wie Zahnräder in der Kiste schwirren und ticken. Die Augen nun öffnen sich wieder, diesmal mit bernsteinfarbenen Leuchten. Ich sehe ein Bucket. No, a ship. You're going to embark on a journey very soon. Or have you already? If you encounter a man in a hat, you must be careful not to speak to him. The consequences are too dire. Ja, sehr schön. Ich sehe ein Eimer, nein, ein Schiff. Du wirst sehr bald eine Reise beginnen, oder hast du das schon?
Wenn dir ein Mann mit einem Hut begegnet, dann musst du Acht geben, nicht mit ihm zu sprechen. Die Konsequenzen sind furchtbar. Er nickt wissend. Ich kann nichts mehr sehen, es sei denn, du gibst mir noch einen Haufen. Du bist nicht gerade gut darin, oder? Ich habe dir gerade eine echte Wahrsagung gegeben. Du wirst mir dankbar sein, wenn sie wahr wird. Also darf ich nie wieder mit Leuten mit Hüten reden. Oh, Ifrin, you were right. I can't believe I ever doubted you. That's what you'll say. Guaranteed. Oh, Ifrin, du hast recht. Ich kann nicht fassen, dass ich jemals an dir gezweifelt habe. Genau das wirst du sagen, garantiert. Ich glaube, ich will meine Münze zurück. And I want my manhood back. It's not under here, believe me. No refunds. Archimere's policy, not mine. Hä, und ich will meine Männlichkeit zurück. Hier unten ist sie nicht. Und das kannst du mir glauben. Keine Rückerstattung. Archimias Regeln, nicht meine. Ich möchte noch eine Wahrsagung hören. Ja. I see an island. Its shores are pitted, wreathed in fire. But you are bound to go there. Someone awaits you. A man, I think. An old friend.